Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite News bei uns hier auf unserem Kanal. Sofort und gleich. Ja, Mann. Und es gab jetzt den Summer Skirmish, da haben wir ja so ein kurzes Finalvideo präsentiert, wie es abgelaufen ist. Aber es ist was mega Verrücktes passiert während des Summer Skirmish bei einem Turnier, wo es um 1,5 Millionen Dollar geht. Und die Finalrunde ist tatsächlich. Also dieser finale Kreis war tatsächlich bei diesem Cube. So, und weil da einfach zu viele Leute plötzlich auf diesem Feld waren, sind alle nur noch wild durch die Gegend geflogen. Und jetzt zieht euch das mal rein, was da passiert ist. Ja. Die meisten haben überhaupt keinen Plan gehabt. Ja. Wir haben gedacht, was geht denn jetzt ab? Ja. Für manche war es so ein, ja, für ihn hier war es ein bisschen Der eine schaut Art uns jetzt von. an, auch dazu, ne? Was? Der schaut uns Ja, ist ja egal. Für ihn war das so ein bisschen ein Vorteil. Ja, weil er kam scheinbar damit ganz gut zurecht. Guckt euch mal, wie viele Leute da in dieser kleinen Zone gewesen sind. 21. Ja, Ist halt ein Turnier, ne? aber das da, durch diesen Fehler, damit konnte Epic Games halt nicht rechnen. Oder damit haben die nicht gerechnet, dass sowas passieren könnte. Waren auf einmal, sind halt alle wild rumgeflogen und ja, es war einfach nur ein Glücksspiel, wer wen killt, ja, in der Luft. Ich halte jetzt meine Klappe, guckt euch das einfach zu Ende an. Hysteria going down on the feed. People are just taking SMG and rifle shots while flying Wait, through the so air is right this now. How this low gravity field now works? I've seen this a couple times, like videos Do you on like Twitter and stuff. Activate this? I don't know if this is. What is happening? He's trying to box himself. Ja, jetzt ist diese kleine Clip auch schon vorbei. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es mega witzig, habe mir gedacht, das müssen wir euch echt mal zeigen, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Also, er sofort meinte, ja, das haben wir schon angebracht, aber wer es noch nicht gesehen hat, ist geil. Guckt, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und das bei einem Turnier, wo es um richtig viel Kohle ging. Epic Games wird das, hat schon angekündigt, das wird in Zukunft nicht mehr passieren. Also bei allen Turnieren wird der Cube ausgeschaltet, der wird deaktiviert. Ja. Also, macht's gut, haut rein, bis dann, ciao!